Ich hatte diverse Beschwerden. Herzstolpern. Manchmal sogar sehr häufig. Beim Kardiologen konnte nichts festgestellt werden. In seltenen Fällen kann auch etwas Ernstes dahinter stecken. Herzschwäche, die wichtigsten ersten Symptome und Sofortmaßnahmen. In diesem Video rede ich mit dir über das Thema, welches eine sehr große Dunkelziffer hat. Da viele betroffen sind, aber es noch nicht wirklich wissen, sondern einfach etwas müder weiterleben. Da zeige ich euch Symptome, auf die es wirklich ankommt und dass eine Herzschwäche auch wieder umgekehrt werden kann in einigen Fällen. Da dem Herzen oft nur ganz bestimmte Stoffe fehlen. Es ist wie ein Auto, welches ein Benziner ist, aber nur Diesel bekommt und dann eben nicht richtig läuft. Da ist der Motor halt nun mal nicht schuld, sondern der Treibstoff. Daher jetzt noch eine gute Tat verrichten und einen Daumen nach oben für mich dalassen. Das freut mich immer ganz besonders und am Ende des Videos sehr gerne in die Videobeschreibung schauen. Damit unterstützt ihr mich am allermeisten und eure Gesundheit ebenfalls am allermeisten. Und das verspreche ich euch. Zunächst muss ich den Disclaimer hier nennen. Wenn ihr merkt, dass etwas nicht mit eurem Herzen stimmt, dann immer erst den Kardiologen aufsuchen. Selbst bei regelmäßigen Herzstolpern. Damit dort einmal nach Ursachen per Ultraschall und EKG geschaut werden kann. Denn in seltenen Fällen kann auch etwas Ernstes dahinter stecken. So war es auch bei mir. Ich hatte diverse Beschwerden, ja, auch Herzstolpern, manchmal sogar sehr häufig. Ja. Beim Kardiologen konnte nichts festgestellt werden. Also wusste ich, es gibt noch ein weiteres Stadium zwischen nichts ungewöhnlich Messbarem beim Kardiologen und dem Wohlfühlen, so wie es sein sollte. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse teile ich mit euch, was ich gemacht habe. Doch zunächst nenne ich euch die wichtigsten 5 Symptome, dass deinem Herz etwas fehlt. Erstens Wassereinlagerung, gerade in den Füßen und den Beinen. Fehlt dem Herzen Kraft, fließt das Blut nicht mehr ausreichend zurück zur Lunge, um dort wieder Sauerstoff zu tanken, sondern verweilt eine längere Zeit in den Venen. Das führt dazu, dass sich der Druck auf die Venen erhöht und der Körper es ausgleicht, indem er den Wasseranteil im Blut aus den Venen austreten lässt, ins umliegende Gewebe. Das sind dann die Wassereinlagerungen. Ja? Das sieht man zum Beispiel immer, wenn man Socken hat und sehr, sehr starke Abdrücke hat. Ja? Das kann mal sein, dass die etwas mehr sind, je nachdem wie stramm die Socken sind, wie lange man gesessen hat, wie auch immer, halt nicht gleich Panik haben. Ja? Aber wenn das immer ist und sehr vehement, dann kann das ein Anzeichen sein. Zweitens, Müdigkeit und Benommenheit. Reicht die Kraft nicht mehr aus, beim Herzschlag, ja, alle Organe optimal mit Sauerstoff zu versorgen, können die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, nicht mehr ausreichend Energie herstellen. Und es kann sogar zu Übersäuerung kommen, durch Laktatproduktion, ja, daher die Müdigkeit. Drittens, schnelle, einschlafende und kalte Gliedmaßen vor allen Dingen. Auch hier reicht der Blutdruck nicht aus, um die kleinsten Kapillare mit Sauerstoff und Wärme zu versorgen. Das gilt auch für das Glied beim Mann. Viertens, schnell außer Atem sein, denn zu wenig Sauerstoff wird zu den Zellen transportiert durch den verminderten Druck des Herzens, so dass der Puls schnell steigt, um den verminderten Druck mit mehr Herzschlägen wieder auszugleichen. Fünftens, Herzstolpern, eine fehlerhafte Nervenübertragung zum Muskel findet statt. Zunächst ist ganz wichtig zu klären, wenn eine Sache davon auftritt, wie auch immer halt, ist zwar nicht gleich Herzschlag, aber wenn jetzt mehrere Sachen davon zutreffen, dann könnte das sehr, sehr gut auf dich zutreffen. Zunächst sollten wir uns fragen, bevor wir zu den Mikronährstoffen kommen, welche Makronährstoffe braucht das Herz? Esse ich genügend davon? Erstens, entgegen der Annahme, dass Kohlenhydrate der Hauptlieferant sind von Muskeln. Und ja, das Herz ist ja auch ein Muskel, aber leider ist es da genau anders. Denn das Herz generiert seine Energie zu ca. 90% aus Fett. Ich wiederhole, zu 90% aus Fett. Ist eine Ernährung sehr fettarm oder konsumierst du nur minderwertige Fette, ja, kann das Herz gar keine Energie für sich generieren. Isst du hingegen zu viel Zucker über einen längeren Zeitraum, verändert sich deine Herzbeschaffenheit zum Negativen. Eine Ursache ist, dass das Herz zwar jetzt den zugeführten Zucker oder zu viel allgemeine Kohlenhydrate, denn auch Kartoffeln werden irgendwann zu Glucose, ja, verstoffwechselt, anstatt das Fett, worauf das Herz normalerweise ja spezialisiert ist. Das führt dann dazu, dass sich trotzdem Fett im Herzen akkumuliert, welches aber nicht verarbeitet wird, da das Herz ja dann dementsprechend auf den Zuckerstoffwechsel umgestellt hat. Das Fett führt dann zu Verfettung des Herzens und damit trägt es zur Einschränkung der Funktion bei, denn Fettzellen verdrängen voluminös gesunde Zellen und behindern sie bei ihrer
Arbeit. Daher Ernährungsformen wie 80-10-10, ja, das heißt 80% Kohlenhydrate, 10% Protein und Fett, sind nicht optimal, ja, für Menschen, die gerade da Probleme haben. Daher sind 20% oder höher sicherlich besser für diese Menschen. Zweitens, als nächstes folgen die Mikronährstoffe. Da sind vor allem zu nennen Magnesium und Kalium. Magnesium ist ein Element, welches relaxierend auf die Muskulatur wirkt. Das heißt, es entspannt sie. Da der Herzmuskel ebenfalls ein Muskel ist, gilt hier das Gleiche. Das sieht man in dieser Studie, dass der Puls um knapp 10 Punkte absinkt und der größte Abfall bereits nach einer Stunde passiert, durch ganz bestimmtes Magnesium. Da eine entspannende Muskulatur den Durchmesser der Arterie ebenfalls vergrößert, braucht das Herz weniger Schläge für die gleiche Blutmenge. Ja, und der Puls sinkt. Was übrigens auch extrem die Einschlafdauer verkürzt, denn diese ist maßgeblich korrelierend mit dem Puls, wie tief er ist. Dazu habe ich vor kurzem ebenfalls ein Video gemacht, ganz wichtig. Daher nehme ich jeden Tag vor dem Schlafen ein bestimmtes Magnesium, welches am besten absorbiert wird. Das ist heute kausal belegt, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Verlinke ich euch ebenfalls mal sehr gerne unter dem Video. Aber auch Kalium ist essentiell für die Herzfunktion. Sogar die Deutsche Herzstiftung schreibt das schon. Ein Grund ist das Entgegenwirken von Kalium ja in Bezug auf die Kalzifizierung der Gefäße und damit die Verengung, ja? Aber das ist nicht alles. Kalium ist entscheidend bei der Reizweiterleitung der Nerven und damit auch der Muskelkontraktion. Fehlt Kalium, kann kein Aktionspotenzial in den Nerven vonstatten gehen. Das kennen wir alle noch aus der Schule. Und es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen, denn es gibt kein halbes Aktionspotenzial, sondern nur ein ganz oder gar nicht. Reicht die Menge an Kalium, Magnesium, Natrium und so weiter nicht aus, die ganzen Elektrolyte oder vor allen Dingen auch Kalium im Muskel nicht aus, setzt der Herzschlag aus. Ja, was bei extremem Mangel sogar dann dementsprechend auch zum Tod führen kann. Ja, daher konsumiere ich regelmäßig Kokoswasserpulver, welches extrem reich an Elektrolyten ist und besonders Kalium. Nehme ich ebenfalls jeden Tag einen Teelöffel zu mir, schmeckt dazu noch wirklich wunderbar süß, denn ich habe einmal einen leichten Kaliummangel gehabt und dadurch habe ich fast mein Bewusstsein verloren im Krankenhaus, obwohl der Wert nur 0,2 unter der Norm war. Ich reagiere da wirklich sehr, sehr sensibel. Jeder reagierte anders. Ich erzähle euch, wie ich es mache und was mir extrem geholfen hat. Ja. Drittens, Sport. Denn diese prospektive Publikation, ja, die in diesem Jahr erschienen ist, ja, zeigt Folgendes. Bereits 5 Minuten Treppenlaufen am Tag war schon mit kardiometabolischen messbaren Gesundheitsvorteilen verbunden. Sowie 64 Minuten Laufen jeden Tag oder unter 10 Stunden Sitzen oder Liegen außerhalb des Schlafens ebenfalls positiv messbare Gesundheitsvorteile. Kardioprotektiv vor allen Dingen. Ja. Daher könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie wichtig Sport für eure Herzgesundheit und Leistung ist, wenn diese einfachen Alltagstipps schon Auswirkungen haben. Viertens, saunieren, also Sauna. Die Arterien kann nicht unterscheiden zwischen Ausdauersport und einem Saunagang. Auch diese Saunagänge trainieren die Arterie, sich zu weiten und das Herz mehr zu leisten. Fünftens, Coenzym Q10. Aber nach den 6 Monaten hatte die Q10-Gruppe ein statistisch signifikantes höheres Blutauswurfvolumen im Herzen als die Placebo-Gruppe, die traurigerweise kein Q10 einnahm. Ich finde diese Ergebnisse kaum in Worte zu fassen. Und ein Großteil da draußen weiß es nicht und wird es auch nie erfahren. Daher immer weiter erzählen. Es könnte Leben retten und das zeige ich euch jetzt gleich. In einer doppelblinden randomisierten Studie mit knapp 250 Teilnehmern, die 300 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag bekamen oder ein Placebo, kam es zu bahnbrechenden Ergebnissen. Die Gruppe wurde zufällig ausgewählt und beide Gruppen wussten nicht, ob sie das Placebo bekamen oder die 300 Milligramm Coenzym Q10. Die Studie ging dann sogar noch über 2 Jahre. Ein besseres Studiendesign kann man sich nicht erträumen. Der Titel der Studie lautet Wirkung von Coenzym Q10 bei Europäern mit chronischen Herzinsuffizienz, eine Untergruppenanalyse der randomisierten Doppelblindstudie. Wichtig zu sehen ist natürlich, der Q10-Spiegel über 3 Monate und 2 Jahre ist er wirklich angestiegen. Ganz klar ja. Der Spiegel ist in der Placebo-Gruppe immer weiter gesunken. So wie ich vorher auch gesagt habe, in den Menschen, ja, die es einfach nicht nehmen. Und der Spiegel ist stark gestiegen in der Gruppe, die vorher genauso tiefe Werte hatten wie die Placebo-Gruppe, jetzt aber nach 2 Jahren fast 4- bis 5-mal so hohe Spiegel hatten an Coenzym Q10. Doch was noch erstaunlicher ist, ist der NT-proBNP-Wert. Dieser Wert ist ein sogenannter
Insuffizienzmarker vom Herzmuskel, also ein Anzeiger für eine Herzschwäche. Es handelt sich dabei um einen Eiweißstoff, der in den Muskelzellen des Herzens gebildet wird und der im Körper wie ein Hormon wirkt. NT-proBNP wird dann ausgeschüttet, wenn das Herz unter Druck steht. Dann dehnt sich die Herzwand aus, damit sich das Organ besser zusammenziehen kann, also das Herz, und dadurch kräftiger pumpen kann. Und dieser Dehnungsreiz stimuliert die Freisetzung von NT-proBNP in den Blutkreislauf. Denn das Peptidhormon wirkt harntreibend und blutdrucksenkend, was wiederum das Herz entlastet. Wir sehen ganz klar, dass nach 3 Monaten oder nach 2 Jahren sinkt dieser Marker immer weiter in der Coenzym Q10-Gruppe und das deutlich mehr als in der Placebo-Gruppe. Es geht aber noch weiter. Schauen wir uns den Verlauf an von schwerwiegenden, unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen bei den beiden Gruppen über 2 Jahre, zum Beispiel auch ein Herzinfarkt und so weiter. Wir sehen hier mehr als ein signifikantes Ergebnis. Fast jeder vierte mehr hat schwerwiegende Ereignisse erlitten am Herzen, der kein Coenzym Q10 nahm über 2 Jahre, sehen wir hier schwarz auf weiß. Zu guter Letzt wurde noch die Todesrate über 2 Jahre quantifiziert und auch hier verzeichnete sich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der Placebo-Gruppe und der Coenzym Q10-Gruppe, was wirklich unfassbar ist. Verlinke ich euch ebenfalls mal sehr gerne, denn nur das Liposomale, er hat bei mir wirklich spürbaren Unterschied gemacht. Dieses hat eine deutlich bessere Bioverfügbarkeit. Es gibt mittlerweile auch Studien dazu, die Normales und Liposomales verglichen haben. Das ist wirklich nicht zu vergleichen. Ja. Zuletzt möchte ich euch natürlich auf den Stress hinweisen. Man kann nur durch seine Gedankenkraft seinen Puls erhöhen. Denkt mal drüber nach. So wie auch den Blutdruck und damit auch die verbrauchte Energie im Herzen und das vor allen Dingen das Coenzym Q10 und der Spiegel sinkt dann dementsprechend auch wieder und die Elektrolyte, weil die ja auch verbraucht werden durch dein Stressniveau. Wenn die Ernährung gleich bleibt und man nicht supplementiert, aber trotzdem mehr Stress hat, das heißt, das verstehen viele nicht, erhöht sich der Stress, musst du die Ernährung anpassen und gegebenenfalls auch supplementieren, vor allen Dingen noch mehr, ja. Falls nicht, kann es zu Problemen kommen, ja, indem das Herz unterversorgt ist, ja. Das Schlimmste ist natürlich eine Unterversorgung und dann noch Stress zu haben. Daher denkt daran, bei Stress euren Bedarf vom Herzen besonders zu erhöhen, gerade mit Magnesium und Kalium in stressigen Situationen und Coenzym Q10, ja. Alles Wichtige habe ich für euch unten verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen und danke fürs Liken.